Games Frontier Foundry. Stranded Alien Dawn. Vielleicht spricht man das so aus. Ja, hallo und willkommen bei Stranded Alien Dawn. Ich bin jetzt das erste Mal drin. Deswegen muss noch alles eingestellt werden und sowas. Ich weiß auch gar nicht, wie hier die Einstellungen sind. Kann ich... Okay, im Moment gibt es nur Englisch. Das Spiel ist noch im Early Access. Und ja, ich habe mir gedacht, wir gucken mal rein, wie es denn so ist. Und starten einmal. Was hat gechanged? Nein. Was hat er jetzt? Ich habe hier. Okay, also er will hier auch. Okay, jetzt hat er die Musik übernommen. Sehr gut. Spiel ist, wie gesagt, im Early Access. Wir gucken mal rein, wie es ist. Wir starten mit dem Tutorial. So. Ich habe gehört, das soll so wie RimWorld so ein bisschen sein. Halt anderer Grafikstil, so ein bisschen mehr auf Realismus Grafikstil. So. In this first tutorial, you will learn how to interact with the unknown environment and set up a simple camp. You will take your first step into research and crafting as well. Ready to take control over the fate of the survivors and guide them to salvation. Let's get started by mastering camera controls. Okay. Kamera. Okay, das sind hier die Leute, die wir haben. Ja, ich habe nur mal so ein kleines Video gesehen, ne? Also ich weiß noch nicht genau, was wir alles machen müssen. Da ist gerade was eingeschlagen. So, du kannst mit Objekten interagieren. Rechtsklick. Öffnet ein Menü. Da ist hier wohl gerade was reingegangen, ne? So. Mit Rechtsklick, Landing Pod. Ne, es ist Linksklick. Okay, Scavenge. Also, plünder mal das Ding. Make a bush for cutting. Make a tree for cutting. So, hier, cut. Cut. Pausieren. Eins, normale Geschwindigkeit. Speedy. Kann man die auch benennen? So, activate research bar. You can see all resources. Resource, nicht research, resource. So, ein Basiscamp. So, wir sollen Shelter, Campfire, Plätze. Also wir kennen das ja grundsätzlich, deswegen überfliege ich das immer so ein bisschen eher. So, R und T für drehen. Rechtsklick, Cancel. Was ist mit Shift? Ach so, mit Shift kann ich direkt mehrere bauen. Na komm, wir bauen das mal hier hin. Zack. Dann wird hier schön aus Schrott jetzt erstmal. Warte, hier. Sogar mit Dach. So, Sleeping. Komm hier. Shit, ich habe vergessen, Shift gedrückt zu halten.
So, dann haben wir jetzt drei Dinger. Jetzt brauchen wir einen Campfire. Reicht das, wenn das so ist? Können wir die umbenennen? Die haben hier zumindest einen Namen. Ich weiß nicht, ob ich die umbenennen kann. Okay, wir sollen hier ein Lager bauen. Und die müssen im Shelter im Prinzip sein. Gut, dann bauen wir nochmal einen Shelter. Kann ich das direkt auf die andere Seite hier dran machen? Ach so, dann wird das ein Weg, ne? Guck mal, dann wird die Wand da weggehen. Es geht ja um Ressourcen. Die Ressourcen will ich ein bisschen weiter abseits. Weißt du was? Wir bauen am Anfang mal dran. Manage. Orders. Storage. Stockpile. Jetzt haben wir hier erstmal einen Stockpile. Ich weiß nicht, können die da auch drüber? Ne, die müssen auf jeden Fall einen Weg haben für einen Stockpile. Dann gibt es aber tatsächlich eine Methode, wie es besser wäre, wenn ich den mittleren hier nochmal, wenn der hier weg ist, der muss weg. So, und jetzt werden wir hier den Stockpile einmal hier hin. Hey. Okay, wir müssen Pflanzen erforschen. So, jetzt haben wir zumindest anstatt drei, haben wir jetzt vier. Ja. Ich überfliege das, ich lese das gar nicht richtig, aber es wird ja schon funktionieren, ne? Warum ist der hier jetzt anders? Warum ist der rot? Hat das einen Grund? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, oh, hier sind Pilze. Hier, observe. Und jetzt müssen wir noch einen Research Desk machen. Das stellen wir doch am besten auch unter einem Shelter, oder? Komm, bauen wir einen Shelter. Zack. Aber jetzt schlafen die erstmal, dann speeden wir mal durch die Nacht. Ich würde gerne wissen, warum der hier rot ist. Ja, wir können ja hier nochmal ein bisschen Holz holen. Hier ist noch was Unknown-mäßiges. Was? Research. Weaponsmithing.
Okay, dann mach mal Weaponsmithing. Kann ich hier kochen oder so? Noch nicht. Okay, wir müssen das jetzt fertig machen und das? Aber hier liegt auch noch was. So, wir haben Waffen erforscht. Jetzt müssen wir nur noch hier diesen... Was? Hier liegt noch Holz rum. Hier, die Pilze muss noch erforscht werden. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier... Ah, das geht. So. New Items. Man kann mehrere Tasks. Produktlimits. Also ich glaube, das ist wie bei Rimworld. Ingredients verbieten. So, ich werde jetzt aus Stoff einen Shortbow machen. Okay. So, wir müssen jetzt erstmal hier diese Pilze harvesten. Ja, Harvest. Zack. So, dann müssen wir Bäume fällen. Ich glaube, wir brauchen ein größeres Lager. So, und eine Workbench muss ich auch noch bauen. Haben wir noch irgendwo Pilze? Hier sind noch Pilze. Zack. Jetzt schlafen wieder alle. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen ich hier mache, ne? Wir gucken erstmal nur so ein bisschen rein, wie das hier so ist. Okay. So, Healing Bam. So, hier Antel. Also er macht jetzt so viel, bis wir 10 von den Dingern haben. Nice. So, hier Craft Weapons. Shortbow. Und hier sollen wir aber nur Dings machen. Wie viele brauchen wir? Okay. Ja. Dann haben wir das Tutorial erreicht. Geschafft. Jetzt kommt das nächste, Combat and Healing. Nochmal gespannt, hier sind ja überall Tiere drauf, ne? Mal gespannt. Bad News. Okay, einer ist krank und Tiere sind draußen. Alter, die haben hier richtiges Dings. Okay, also wir müssen jetzt einen equippen.
Oh, die haben es ein bisschen anders gebaut hier. Auch nicht schlecht. Can't treat Maki. Aggressive Animals 10. Okay, was soll ich machen? Pause the game. Der will, dass ich das Spiel pausiere. Das wird die Norm überhaupt nicht gefallen. So, select Raka and open skill tab. So, final 6 or highest combat skill. Combat 0. Marky 0. Connor. Inventory. Alter, das, wir können denen wirklich so Kleidung und hier so Dings geben. Melee Weapon. Speer. Haben wir auch schon einen Bogen? Nee. Ach, das ist natürlich auch interessant, ne? Das ist jetzt ganz anders als bei Rimul, ne? Da ist sowas ja nicht. Ich weiß, dass es Mods gibt, die so ein bisschen das machen. Combat ready. Okay, also die fliehen, wenn die nicht im Kampfmodus sind. Wenn die im Kampfmodus sind, dann... Hier. Die fressen diese Pflanzen hier weg. So, Connor. Draft. Geh mal hier hin. Du machst sie jetzt alle schön platt. Das Drehen ist immer ein bisschen laggy. Oh, boah, das sind aber viele. Ich hoffe, der kann das. Boah, guck mal, wie viele das sind. Angriff! Okay. Okay, der scheint relativ viel Leben zu haben. Kann aber auch am Tutorial liegen. Ich glaube, das liegt am Tutorial. Es fehlen noch zwei. So. Okay, er wurde jetzt bewusstlos wegen dem Szenario. Okay. So. Zack. So, select Connor. Healing. So, hier, das ist ja wie bei Rimworld, ne? Das muss jetzt alles hier getreated werden. Das braucht keine Bandagen. Das braucht wohl Bandagen, kann das sein? So, Maki. Rate for Treatment. Ah, okay, die lag die ganze Zeit im Bett, weil die darauf gewartet hat, dass sie einer versorgt. Also sie hat eine Krankheit und er wurde verletzt. Wir müssen ein First Aid Kit finden. So, Landport Scavengen. Tut die den jetzt hier automatisch holen? Ja, macht sie, sehr gut.
Das heißt, wir müssen das nicht priorisieren, das machen die selber. Aber so das Lagerbaum finde ich interessant. Ja. Aber noch keine Rezepte, okay. Was macht Raka denn da? So. Select Maki. Wait for treatment. Was hat sie? Pneumonia. Okay. Was? Laserpistolen? Wo haben wir denn Laserpistolen her? So, die können beides equippen und können dabei... Und sie werden von selber switchen. Das ist geil, bei Rimmel brauchst du dafür einen Mod. Okay, also, Connor, Equipment, zack, Laserpistole. So, Raka, Laserpistole. Die beiden machen das jetzt. So, die sind hier. Machen wir die jetzt mal platt. Auf geht's. Angriff! Sie kommen! Da sind noch mehr! Es ist dunkel! Hier hinten sind noch welche. Sie kommen! Mach ihn kaputt, Junge! Klar, wenn die hier so Laserkanonen haben. So, als nächstes sind wir im Survivor Management. So, mentale Gesundheit. Okay, ja, das ist im Prinzip genau dasselbe wie bei Rimworld, kann man sagen. So, dann nehmen wir mal Connor und gucken wir mal bei Happiness. So, 8 on foot. Table with chairs, have you heard of these? Of those? Nee, keine Ahnung, was das ist. Das klingt wie ein Rimmel, klingt wie ein Dino im Kommentar. So. Was haben wir denn? Wir haben Holz.
Na komm. Ihr wollt essen? Klar. Ich hab vergessen, Shift zu drücken. Hier, 4 Stühle. Die wollen eigentlich nur 3, ich baue aber trotzdem 4. Ja, GameSpeed. So. Ja, die wollen jetzt kochen. Den Satz checke ich irgendwie nicht. One trick is to cook the rations, to bring out their flavor. But you can also prepare dishes with local ingredients. Ach so, das heißt, wir haben unsere Rationen, unsere Notrationen, die werden die nutzen. Aber wir können es auch umstellen auf also die Sachen, die wir hier sammeln. Ich glaube, das soll das heißen. Ja, im Prinzip wie die Überlebensrationen. Die halten auch lang. So, Emergency Rations. Keine Happiness Effects. Ich sehe jetzt aber nicht, ob was anderes einen Happiness Effect hat. So, Campfire. Quick Resets. Hier, Happiness plus 6. Ach so, die können die so essen, aber dann sind die ungekocht. Die können die aber auch kochen und dann gibt's noch einen Happiness-Effekt. Jetzt verstehe ich. So, Mark the Dead Overgrown Insects. Ach hier, wenn ich die alle... Die werden jetzt schön weggebutschert. Lecker. Na schön, dass das aber auch direkt vor Ort gemacht wird. So. Wir haben aber was Neues. Meat Soup. So, until... Also bis wir immer 2 haben. Okay, die wollen verschiedenes Variation haben. Oh, krass. Okay, manche wollen auch rohes... Also... Die wollen verschiedenes Fleisch, rohes Fleisch ist auch mit da, man kann das aber verbieten, um sicher zu gehen. Also ich übersetze nicht 1:1, immer nur so ein bisschen. So, Connor. Hier, Restrictions, Raw Food, aus. Das machen wir bei allen. Wobei, Vegetables können die eigentlich, ne? Place 5x5 Caps Field. Oh, wir kommen jetzt schon ins Farming. 5x5. Was machen wir hier? Schön, wie die das auch mit Steinen begrenzen. Ey, du stehst mitten im Feld. Raka.
So. Selektiere einen Survivor. Order. Warte, wir machen das mit Maki, weil Maki hat hier schon angefangen. Nochmal was. Give them a direction to order to plant. Aber es wurde ja schon gemacht. Es wurde schon gesät. Okay, wir sollten ein neues machen. Upp. So, Maki. Ah, hier ist das RimWorld, wie die arbeiten sollen Menü. Wenn man das auch auf Zahlen umstellen kann, ist wahrscheinlich hier, wenn du da auf das Simple drückst. Ja, da ist es. 5 ist Lowest, okay. Und 1 ist Highest, wie bei RimWorld. Können wir das Feld jetzt hier? Remove Feld. Okay. Maki. Ah ne, hier. Zack. Activities. Okay, es soll nicht kochen. Raka soll nicht kochen. Oh, cool, dass wir das von allen angezeigt bekommen. Das ist cool. Turn off simple priorities. Zack. Set harvest and plant. So, Maki. 1 finde ich aber ein bisschen hoch, oder? Aber er will 1. Wir werden das später mit einer 2 machen. So. So, die werden relaxen in der Freizeit. Wir müssen auch mehrere Variationen für Freiheit machen. Okay, kennen wir ja. Punching Pole. Skin Bark. Hier hinten. Komm, ernte mal ein bisschen. Dürft ihr den jetzt harvesten oder nicht? Connor. Maki. Ja, jetzt geht's. Jetzt machen sie es auch. Ich war jetzt verwirrt, ne? Weil hier dieser Pfeil draufsteht, als würde ich es drücken müssen. So, wir brauchen 20. Dann müssen wir den auch noch holen. Bei denen nicht. Wir haben ja den hier mit drin. Oh, guck mal, die interagieren auch. Die reden miteinander, brüllen hier rum. Es wäre doch eigentlich sinnvoller, wenn wir von denen hier immer 3 haben, oder?
So, Workbench. Veggie, Leder. Crafting. Veggie Leder. Warum 20? Oh, Sekunde. Times 2. Genau, einmal machen die 20 draus, oder was? Okay, genau. Das heißt zweimal für 20. Okay, ein Punching Pole. Stellen wir mal hier hin. So, jetzt verprügelt das Ding. Ah, guck mal, hier ist das mit dem Schlafen. So, das kennen wir ja auch. Warum ist das hier unterschiedlich? Oh, die Farben sind aber anders. Da muss man sich umgewöhnen. So, steht hier, was ist, wenn ich bei allen Anything mache? Okay, hier steht, falls wir denken, dass wir es brauchen. Set the legs on my 2 hours of your choice for each survivor. Mann, alle Feierabend. Wobei, wir haben nur einen Punching-Teil, das müssen wir wahrscheinlich abwechselnd machen. So, dann sind wir jetzt schon beim Verteidigungstutorial. Sekunde, ich muss gerade noch Antwort machen. So, sorry for that. War kurz abgelenkt. So, je mehr wir expandieren. Okay, die Fauna nimmt das mit. Oh, ich hoffe, das wird nicht zu schwierig. Okay, wir können hier, also man sieht ja schon hier Mauern, Türen. Ich gebe ein Beispiel. Man kann ein bisschen experimentieren. Okay, wir sehen hier schon mal eine Mauer.
guck mal hier, Unterschiede. Hier ist Steinwand. Machen wir mal zu, ne? Ach, guck mal, hier ist sogar ein... Was denn das? Ist das ein Flammenwerfer? Zwei Flammenwerfer. Und hier sind nochmal Fallen. Auf dem Boden, krass. So. Was will der denn? Hier haben wir ja normales. Hier haben wir Poles. Fans. So, die Türe müssen nach außen. Gucken. Wo soll das denn hin? Konnte ich jetzt nicht aus Stein machen. Okay. Okay, die werden so den offenen Eingang machen. Wenn alles zu ist, nehmen die sich einen Weg. So, der nächstbeste Freund, die Falle. Fenster. So, das ist, falls das zu ist. Wie kann ich denen denn sagen, dass die das schließen sollen? Ach, das hier ist das. Die wären das. Dann können die auch raus und reingehen, selbst wenn... Ich soll 6 von denen bauen. Hier liegen die auch nur drin. Ich mach das so, wie die das gemacht haben. Ach, guck mal, dann machen die das so in der Reihe, wenn man das klickt. Geh mal da weg. Hallo? Wieso kann ich... Hier würde es gehen. Aber ich will die ja hier bauen. Too far. Das muss in der Nähe sein. Ja gut, dann machen wir die hier hin. So, dann wollen die noch einen... Na komm, machen wir hier hin. Ich finde es cool, dass sie auch hier drauf gehen können. Man kann also Tower platzieren. Ja gut, man sieht hier halt den Gesundheitsunterschied. So, ein Wooden Tower. Geil. Wohin? Glaube ich, egal, ne? Ich setze ihn einfach mal hier hin. Ja, solange wir Flüssigtreibstoff haben, können wir hier, haben wir die Flammen.
Die Frage ist, brennt dann nicht hier auch unser Holzwall nieder? Flammenwerfer-Türen sind halt Risiko. Okay, das kann aber auf jeden Fall unseren Leuten auch schaden. Boah, ich kann die nicht mittig bauen. Furchtbar ist das. So. Okay. Ach, guck mal, hier haben die das aber so gebaut, dass der Turm noch mit draußen guckt. Wir haben den jetzt drin. Okay. Close big wooden gate. So, die sind hier. Ja, Connor, solltest du da nicht drauf gehen? Wie kann ich denn sagen, dass die hier drauf gehen sollen? Climb. Oh, die hat eine Armbrust. Weil die sind ja gar nicht reingekommen. Ja, praktisch. Okay, jetzt kommen Ranged-Gegner. Hit and run. Wo mache ich das denn? Das wird es natürlich einfacher machen. So, der soll auch geschlossen werden. Mach du mal. So, der wird jetzt geöffnet. So, und ihr geht jetzt hier hin. Connor, du gehst wieder rein. So, wo kann ich die jetzt auf Hit and Run stellen? Da sind die. Aber ich will die auf Hit and Run stellen. Ja, sollen die erstmal kommen. So, Connor. Wird jetzt angegriffen. Ja, komm, geh mal runter. Connor, geh da weg. Hat funktioniert. So, als nächstes... Als nächstes kommen Rooms and Temperature. So. Oh, schönes Haus.
Da kann man auch schöne Häuser bauen. Okay, man muss halt auf die Temperatur achten. Okay. So, wir machen jetzt erstmal hier ein 5x5 Haus drauf. Die wollen sogar, dass ich ein Fenster baue. Na, so ein Haus bauen wird wahrscheinlich viel Holz brauchen, aber wir haben auch viel Holz. Was ist das? Stick Trying Rack. Naja, bringt beim Regen nichts, ne? So, das Bett. Move. Einmal ein Bett rein. So, das sollen wir kopieren. Ich muss mir angewöhnen, Shift gedrückt zu halten. So, und die sollen vernichtet werden. Vor allem ist gerade erst aufgefallen, dass es regnet. Krass. So. Okay, die wollen lieber eigene private Räume haben, als eins, dass sie sich teilen. So, oben links sehen wir die Temperatur. Ja, hier ist auch Season-Kleidung. Ich hoffe, das ist auch automatisierter als in Remote. So, extremely cold. So, 8 Grad draußen. Okay, drin ist draußen ist minus 7. Erstmal machen wir den jetzt zu. So, wir haben den geschlossen. Okay. Select Survivor. Hier. So, Temperaturtoleranz. Über minus 7 Grad. Also unter minus 7 Grad ist Kacke. Okay. So, ein Heizofen. Na komm. Zack. Sieht man das im Dach auch? Oh, ich glaube, das sieht man durchs Dach. So, baut das Ding mal. Okay. So, jetzt haben die kein Licht, weil ich das Fenster zugemacht habe. Okay, das heißt, mit Fenstern können wir auch Licht machen. Yeah.
Hey! So, das müsste ja hier drin stehen. Hm, hier. It's dark. Eine Öllampe. Oh, ich mach lieber so eine Wandfackel. Hier. Komm schneller. So, und jetzt sollen wir hier Refuel verbieten. Oh, da übt einer schießen. Gold is not all bad. It's actually hell. Ja, also hier ist halt das Essen vergammelt, ne? Und ja. Aber draußen, also wenn es kalt ist, ne, halt kennen wir ja von Rimmel, ne? Ich hoffe, die reparieren den auch wieder. So. Prozent. Your last big task is to build a common room and move all remaining furniture inside. Ja, okay. Also, die wollen jetzt, dass wir hier nur noch einen neuen Raum selber bauen, aber aus Stein. Ne, das heißt nicht vorgefertigt, sondern wir bauen einfach jetzt selber die Wände, so wie wir es gewohnt sind. So, mit einem Heudach. Und die müssen jetzt natürlich noch verbunden werden. Hm. Okay, jetzt muss alles darüber. So. Das kann man leider nicht so schön ineinander bauen. Das muss draußen sein. Stelle ich mal hier hin. Ups, jetzt habe ich auch so den Copy gedrückt. Gibt es da einen Shortcut für?
Ich glaube, ich habe den gekopiert tatsächlich. Okay. Aus Versehen gekopiert. So. Start self. Machen das so, wie die hatten. Draußen bauen wir welche. Schreck mich doch nicht so. Und wir bauen auch drinnen welche. Select all groups except raw food and cooked meals. Habe ich eigentlich ein bisschen doof gemacht, weil ich wollte eigentlich das Essen drin haben, aber das muss ja gekühlt sein. Okay, als nächstes kommt wohl Strom. Ich weiß nicht, wie lange die Tutorials noch sind, aber ich würde eigentlich alles in hier reinpacken. Aber ich muss mal gucken. Ist ja jetzt schon eine Doppelfolge. Wir können aber mal rausgehen. Ja, ich lese das jetzt nicht, denn wir gehen jetzt mal ins Main-Menü. Gucken mal, wie viele Tutorials gibt es denn noch. Okay, ist das letzte, dann machen wir das noch mit. Wenn da jetzt noch so vier wären oder sowas, hätte ich gesagt, okay, machen wir nächste Folge. Also. Jetzt kommt Strom. So, wir sollen einen Kühlschrank. Und das wird mit Strom, also mit Solar gemacht. Und wir müssen auch Strommasten bauen, okay. Also, ein Kühlschrank. Ja, den setze ich doch am besten hier rein, oder? Place a freezer in a bigger room. Ach komm, setzen wir ihn einfach mal hier hin. So, ein Solarpanel. Wieso ist die Küche draußen? Naja, egal. Place a solar panel in proximity to... Was ist pro... Ja, was heißt das denn jetzt? Ich weiß nicht, was das heißt. Proximity. Ich google das jetzt. So. Übersetzer. In der Nähe. Sag das doch. Ich setze sie mal. Wissen wir, wo Norden ist? Da ist auf jeden Fall jetzt die Sonne. Wie viel Uhr haben wir? 18 Uhr, das heißt, da geht die Sonne runter. Wo ist Norden? Ich glaube, ist nicht so wichtig. Ich platziere es mal hier hin. So, jetzt ist ein Pol. Den setzen wir direkt hier hinter. Zack. Ist damit jetzt das ganze Haus verbunden? Das wäre praktisch.
Dann müssen wir gar nicht so viele Stromleitungen legen, sondern nur die Pole. So. Ach so, hier. So. Das nicht, das nicht. So, die sind jetzt hier drin. Und was soll ich jetzt hier machen? Soll ich die auch rausnehmen? Hello? Fabrics? Muss ich das hier auch noch ändern, oder was? Hier, okay. Hä? Forbid raw food and cooked meals is. So, der geht moved in the freezer. Hello, favorite? Fabrics? Ich nehme einfach die hier noch mit rein. Ist ja egal jetzt. Hat geklappt. Ja, okay, das kennen wir. Okay, Batterien kommen jetzt ins Spiel. Also es geht darum, ne, es gibt ja auch hier bei Wind und ne, Wind still oder es ist dunkel, ja, dann funktioniert der Strom natürlich nicht. Und dafür brauchen wir jetzt Batterien. Hier erstmal eine Windturbine. Jetzt habe ich den natürlich hier das Ziel verbaut, ne? Kann ich das noch moven? Move. Machen wir das mal hier hin. So, die Windturbine. Machen wir mal hier hin. So, und jetzt wollen die eine Batterie. Die würde ich sagen, baue ich hier zwischen, oder? Zack. Oh, jetzt kommt der Dieselgenerator. Ach, mit einem Low-Battery-Sensor. Das wäre natürlich so ein Notstrom-Dieselgenerator. Ist natürlich auch interessant. Der passt hier sogar zwischen. Und ein Batteriesensor. Machen wir hier an die Wand. Okay, select Dieselgenerator. Circle 2. Battery sensor and set active 2. Okay. So, charge. Okay, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wir haben den jetzt auf Netz 2 gesetzt. So, und der geht an
wenn die Batterie unter 60% ist, ist die über 60%, geht er aus. Wenn ich das richtig verstanden habe. So, wir sollen jetzt einen Airconditioner bauen. Der gute Dieselgenerator. Muss denn jetzt nach drinnen oder nach draußen? Ach so. Also, ich würde sagen, das muss so rum, so wie ich Klimaanlagen kenne. Ich setze sie mal hier hin. Grad, das ist ein bisschen kühl, ne? Gut, da habe ich jetzt meine Heizung auch, aber das ist ja, weil ich Gas sparen will. Guck mal, jetzt geht der immer wieder mal an, jetzt ist er aus. Boah, das ist aber... Ach, guck mal, der wurde geheilt. Natürlich doof, ne? Immer wenn der immer mal wieder kurz anspringt, ne? Verbraucht er eigentlich ja unnötig Strom. Und warum ist das Ding draußen? Das gefällt mir nicht. Aber hier drin ist kein Platz mehr, oder? Dann kommen die hier nicht mehr durch, wenn der drin steht. Wir probieren's. Wir stellen ihn einfach mal rein. So, Air Conditioner, Tagetemperatur 18 Grad. Smart Devices. Ja, man kann es automatisieren, yay. So, jetzt kommt der Motion Sensor. Okay, also Bewegungssensor. Für Verteidigung. Für einen automatischen Turret. Alter, das sieht schon geil aus. Das ist natürlich cool. Das heißt, die verbrauchen keinen Strom, wenn keine Gegner da sind. Also. Wo soll der denn hin? Near the base entrance. So, ein Motion Sensor. Stell ihn hier an die Ecke. Wir brauchen natürlich noch Strom. Okay. So, wie weit reichen denn die Poles? Dann machen wir mal hier ein. Ach. Shift! So, bis hierhin geht. Sind die denn jetzt schon verbunden?
Ich weiß. Ah ja, doch, das ist mit dem Haus verbunden hier. Ich sehe es hier gerade über dem Boden. Okay, der Motion Sensor geht jetzt in 3. Das heißt, wir können aber maximal nur 10 haben oder was? Also 10 verschiedene Dinger. Select a turret and set it to control Crickbot to 3. Habe ich. 3. Ach so, da muss noch einer hingehen und das umstellen. Okay, sie kommen. So, im Moment ist er aus. Jetzt geht er an. Schön. Ja, und damit würde ich sagen, war es das auch für die erste Folge. Da haben wir alle Tutorials gemacht und dann können wir ja das nächste Mal direkt reinstarten, ne? Ich bin mal gespannt. Könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das findet? Ich weiß auch noch nicht, wie ich es aufnehmen würde und wie viel, ne? Wir wollen erstmal reingucken. Wenn es gut ist, wird es natürlich was länger. Mal gucken. Aber da es im Early Access ist, kann es natürlich sein, dass wir mal ein bisschen spielen. Dann warten wir, bis ein paar Updates sind, machen weiter. Aber erstmal gucken wir uns das an. Also, bis dann. Ciao!